Hallöchen, zunächst den Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen Puma CVX Small Frame Series in der Version 1.0. Ja, hier kann man relativ viel einstellen, beziehungsweise, Entschuldigung, es war nicht die 1.0, die 2.0 natürlich. Der Mod hat eine Größe von 70 Megabyte, sieht dann so aus und man kann, wie gesagt, sehr viel einstellen. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn es gibt sehr, sehr viel zu tun hier. Also, fangen wir mal an. 170 PS Standard, 280 Liter Sprit, 55 km/h. So sieht es schon mal die Standardwerte aus. Jetzt kann man den Sitz wohl umstellen von der Farbe her. Ihr seht es ja hier. Hier, dieses habe ich in welchem gesucht, bis ich es gefunden hatte. Aber ich habe es gefunden. Passt mal hier auf die Kühlrippen hier auf oder ja, die Luftanlässe auf. Zack, dann habt ihr hier das Farbe, das Schwarze drin, ne? Also das muss man auch schon mal finden hier. Dann haben wir die Deckenfarbe. Jetzt seht ihr es oben, gerade war es rot, jetzt ist es schwarz, das könnt ihr ändern. Ihr könnt dann sagen, die Felgenfarbe, wenn es euch nicht gefällt, zum Beispiel in Schwarz dann haben. Hauptfarbe könnt ihr allgemein auch noch ändern. Zum Beispiel in diesem Weiß dann, wie ihr es halt wollt. Genau. Und hier die Front. Ja, war ja schon. Ja. Hier diese Front könnt ihr dann auch noch ändern in einem Weiß oder Grau ist das eher. Oder in ja, dunkelgrau. So. Oder dann halt ja, fast ne, wirklich komplett schwarz. Ne? So. Das wäre möglich. Dann haben wir Reifenhersteller. Dann haben wir Trelleborg-Reifen, wir haben Michelin-Reifen, wir haben Mitas-Reifen, wir haben Fredestein-Reifen, Nokian-Reifen und wir die Trelleborg. Trelleborg hat mit Standard, mit Radgewichten, mit Breitreifen, mit Breitreifen nochmal, Breitreifen mit Gewichten und wieder die Standardreifen. Michelin hätten wir die Standardreifen. Die nochmal Standardreifen, dann hätten wir nochmal Standard. Also da, ihr seht, sie werden nur, okay, sie werden dicker. Vorher ging es komischerweise nicht. Breitreifen haben wir dann, die sind schon richtig dicke Dinger. Breitreifen mit Gewichten, ne? Und dann haben wir hier nochmal andere, so ein bisschen, ja, ich würde fast so sagen, abgefahrene Reifen. Und wieder die Standardreifen. Mitas mit Standard. Und Standard und nochmal mit ja, mit Gewichten und Standard. Ihr seht Breitreifen, dann kann man sich nochmal was und dann haben wir nochmal breitere Reifen. Also hier ist einiges möglich. Und wieder Standardreifen. Genau. Also schon einiges machbar hier, auf jeden Fall. So, Fredestein, Standard. Nochmal mit Radgewichten, Standardreifen, Radgewichte, aber hier haben wir dann nur die zwei Variationen. Und wieder hier die Nokian-Reifen, aber auch bloß mit Standard. So, wir werden uns jetzt einfach mal was Schönes raussuchen hier. Ihr wisst ja, ich mag die dicken Reifen. Nehmen wir einfach mal die hier. Passt. So. Passt auch hier so einigermaßen vom Kotflügel her, von dem her einwandfrei. Dann haben wir hier Anhängekupplung, Frontattacher oder ein Rack oder ein 500 Kilo Gewicht, ein 800 Kilo oder ein Frontattacher. Motorausführung 150 CVX, 170 PS Standard, 190, 210, 245 und dann wieder die 170 PS. Ich habe das vergessen, sorry. Ja, Frontlader. Ja. Beziehungsweise Stoll. Aloe. Hauer. Und nein. So. Backfenders. Dann müssen wir wahrscheinlich hinten hin. Ne? Dann haben wir hier die Schutzbleche oben. Da könnt ihr dann praktisch rausgehen bis so weit. Dann sieht das hinten nämlich so aus. Von oben, dann sieht es dann so aus. Also, ja. Genau. Hot. Da könnt ihr euch dann die Motorhaube aussuchen. Je nachdem, was für ein Baujahr ihr möchtet. Ein neues oder ein altes Baujahr. Die Hörner, also sprich die, ja,
Da oben, ihr seht es ja. Hier. Genau. Warntafeln hinten. Ja oder nein. Dann haben wir Monitore. Ja oder nein. Dann haben wir hier dieses Ex-Haus. Das ist das, wollte gerade sagen, Ofenrohr. Dann auch das Auspuffrohr. Ne? Wie ihr das haben wollt, so, ja, in verschiedenen Variationen. Frontlader, Safeguard, dann kommt vorne noch was hin. Genau, verschiedene Variationen hier vorne. Man sieht es jetzt hier, glaube ich, am besten. Ich blätter noch mal kurz durch. Das Typ 3 ist auch mal was Neues. Haben wir so, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Dann haben wir hier noch, und es ist hinten dran, so ein Attacher for Green Planner. Kann ich allerdings momentan nicht sagen, was es heißen soll. Spezialanschlussart würde ich sagen. Windows. Getönt oder nicht getönt. Wie ihr es wollt. Und dann haben wir noch Rundumleuchten. Die kleinen, die großen. Drei verschiedene Variationen halt. Extra Lampen. Reden wir hier noch was dazu. Ihr seht es hier. Halt, stopp, zwar vorne. Vorne hier. Oben. Machen wir mal dazu. Alle Lampen. Somit haben wir einen komplett ausgestatteten Traktor für 178.000 Euro. Passt doch, ne? So. Hallöchen, Traktor. Da haben wir ihn auch schon. Guten Tag. So sieht er jetzt aus. Ein bisschen andere Farbe, ein bisschen größeren Reifen. Ein bisschen größere Reifen, nicht übertrieben. Ich meine, untertrieben. Ja. Ja, doch, das sieht gut aus. So sieht er, wie gesagt, aus, auch von hinten. Denn so was Ähnliches hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber der hatte hinten so Schutzbleche dran, also so Schutzlappen hinten dran. Das sah dann nicht so gut aus. Der hatte aber einen genialen Sound gehabt damals. Ja, so sieht er, wie gesagt, aus. Hüpfen wir mal rein in die gute Stube. Gucken wir mal, wie er aussieht von innen. Auch wieder schön vollgebaut mit allen möglichen Spielereien, was man so machen kann hier. Man sieht es hier, also da geht einiges. Das machen wir jetzt auch mal gleich alles hier durch. Als Simple IC ist verbaut, man sieht es. Das nächste Mal kann man hier unten noch eine Schrift hinzufügen, wenn man das möchte. Hier kann man dann die Türe aufmachen. Die hat jetzt keinen Sound. Okay. Dann haben wir hier unten noch eine Spielerei. Ein Boden oder ein Teppich. In Schwarz, je nachdem, wie ihr das haben wollt. Hier oben haben wir dann das Rollo, bisschen nicht das Rollo, sondern eher sagt das Schiebedach. Sieht dann von außen so aus, man sieht es hier. Genau. Das können wir machen. Dann können wir hier. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Hier kann man auch noch was produzieren. Mal gucken, was dran steht. Das habe ich jetzt übersehen. Ah, ne, das wollte ich eigentlich nicht. Wie gesagt, da ist mir jetzt gerade ein bisschen, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Hier kann man noch die Displays hinmachen. Hier kann man dann noch die, wie heißt's? Die, die Lampen einklappen, ein bisschen wegklappen hier, dann sind sie komplett weg. Man kann jetzt hier doch die Rückscheibe aufmachen, die Heckscheibe, genau. Hier beim Sitz kann man runter und hochstellen. Man kann jetzt hier, allerdings auch hier weiß ich jetzt nicht mehr, was es ist. Nee. Okay. Was war das jetzt nochmal? Also man kann ja schon noch einiges einstellen. Allerdings ist man jetzt wirklich, da draußen tut sich was. Ah, okay. Hier hinten tat sich gerade irgendwas. Das muss mit Lampen irgendwie zu tun haben. Weil hier schiebt sich was nach oben. Genau, hier kann man dann noch den Sitz umklappen. Das war mir noch im Begriff. Hier kann man die Lehne hochklappen noch. Genau. Jetzt fällt mir gerade noch ein. Wir haben draußen ja auch noch die Möglichkeit. Hallo? Geh mal raus.
die Sache mit dem, na, wie heißt die so schön, mit dem Luft ablassen, ne? Und den Druck ändern, das habe ich euch ja schon mal gezeigt, das funktioniert dann. Da können wir dann praktisch die Luft rauslassen aus den Rädern wieder drauf tun. Dann haben wir hier eine Hupe. Okay, das passt zu dem guten Stück auch. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir lassen da mal die Hupe an, wollte ich gerade schon sagen, den Motor an. Okay, alles klar, läuft bei dem. Okay, alles klar. Respekt. Das passt zu dem. Ein brachiales Teil. Schläuche passen rein. Ja, da sind sie. Hier passt auch sonst alles. Passt. Sehr schön. Die Lampen oben, die eine jetzt gerade eben funktioniert. So. Auch das funktioniert ohne Probleme. Hab nichts anderes erwartet. Füße werden gedrückt, zumindest der rechte Fuß. Der linke macht gerade nichts. Halt. Ja, der macht Spaß. Tagfahrlicht hat er auch, wie es aussieht. Der hat sozusagen alles so, das meiste drin, was man so alles machen kann. Es fällt bloß noch der Türensound und so Spielchen. Dann. Jo, bei dem läuft's. Also, so richtig, ne? Zack. Okay, einmal Licht. Zweimal Licht. Wahrscheinlich schon heavy. Dreimal Licht wieder alles aus. Innen drin. Motor aus, geht alles aus. Motor an. Einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht. Geht hier auch Display an. Nicht schlecht. Ordentlich. Schön, 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 schön. Muss man schon sagen. Guck mal kurz in die Logdatei rein. Ja, aber ihr seht hier, der schmeißt echt einiges an Warnings raus. Und zwar einiges an Warnings. Leider, 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 leider. Na. Das sind schon einiges an Warnings hier. Ja, Blinker wollen wir noch gucken. Hier funktioniert er. Hier hinten auch. Da funktioniert er auch. Warnblinker vorne. Warnblinker hinten. Einwandfrei. Funktioniert. Wie gesagt, das Licht müsste jetzt eigentlich aus sein. Ihr seht hier, er hat Tagfahrlicht. Funktioniert also auch. Ja, wie gesagt, das Luftsystem kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, wie es wieder funktioniert. Ich habe es euch allerdings aber auch schon mal gezeigt. Da müsst ihr rumprobieren. Genau. Tut mir leid, das habe ich jetzt nicht mehr rausgefunden, wie es funktioniert. Es müsste aber eigentlich funktionieren. Also die Optionen sind ja auch da. Genau, das ist er. Wenn ihr ihn runterladen wollt, Link in der Beschreibung unten wieder drin. Ihr könnt übrigens auch hier mit N bei mir zum Beispiel, bei für Simple IC auch, die Schutzbleche wegmachen, wenn ihr das wollt. Wenn ich gerade dabei bin. Und ja, genau. Feiner, feiner Traktor.
Allerdings halt mit Fehlern noch, aber das heißt noch lange nichts. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Link in der Beschreibung, wenn es euch gefallen hat. Däumchen oder Abo, würde mich sehr freuen darüber. Und dann bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal bei der nächsten Vorstellung und tschüss.